Ja, da das mein erster Unfall ist, wollte ich schon ganz gerne die Polizei ziehen. Alter, was bist du denn für einer? Ich hab dir doch gesagt, ich bezahle das. FIB vor Ort, Alter. Verkehrsunfall. Der ist mir reingefahren. Und der andere sagt, ich bin dem reingefahren. Ich komme für den Schaden auf. FIB ist trotzdem da. Schlo entscheidet selber, welchen Charakter er spielt. Nein, welchen Char er wann spielt. Schreibt keine Charakternamen, Charakterwünsche in den Chat. Diese werden getimeoutet. Bitte fragt nicht, wann RP, ein bestimmter Charakter oder ein Spiel kommt. Schlo entscheidet immer spontan und nach Lust und Laune, was gespielt wird. Lehnt euch zurück und genießt die Show. So, dann, ja, wir müssen gleich was klären mit Lopez. 1, 2, 3 Dinge. Und dann würde ich eventuell Miguel spielen heute. Bester Streamer. Okay. Ja, aber es ist faktisch so. Interessant. Ja, ja, aber okay. Wie gesagt, der hat auf jeden Fall einen Mittäter dabei. Das war Alan Knox. Der hat den Dispatch von der Leiche gesendet an die Mediziner. Ja. Anonymisiert. Wow, was ein Trottel. Ist auch ein bestätigtes Mitglied der Gruppierung. Guten Tag, Herr Radigumi. Was genau? Benjamin. Ich kann mir den Nachnamen nicht merken, es tut mir leid. Benjamin Radigumi habe ich mir gemerkt von gestern. Aber den Nachnamen leider nicht. Johnson. Johnson, Entschuldigung. Was genau soll an uns weitergeleitet werden? Immer noch gleich hier, ne? Ja, folgt mir Fall. Der Herr Ward hat gerade einen Mord gestanden am Herrn Zane Thompson. Zane Thompson. Mit einer Gefechtspistole, Kopfschüssen am Hafen am 15. gegen 22:30 Uhr. Ist auch von den Medizinern soweit bestätigt. Der Totenschein liegt auch vor. Außerdem hat er gesagt, beziehungsweise zugegeben, dass er eine Streife in Anführungszeichen hochgenommen hat, hat denen zwei MPs, zwei Taser und einen Schlagstock abgenommen und diese verkauft. Und das war so. Der kam einfach spontan auf die Idee, das alles zu gestehen. Ja, wir sind ähnlich verwirrt. Ich sag's mal so, ich denke mal mit dem Hintergrund, dass er seinen Kollegen nicht abweichen will. Sprich, er lasst sich das Ganze an, sagt aber, er hat's alleine gemacht und dass dieser Alan Knox nicht dabei war. Vermutlich, er hat auch gesagt, dass es ihm geraten wurde von einem Richter. Also er hat sie einfach angerufen und hat sie gefragt, was da drauf steht. Und dann kam er eben gerade zu ihnen und hat das Ganze gestanden. Das wirkt ja fast so, als wenn der auf Biegen und Brechen irgendwie in den Knast möchte. Definitiv, ja. Also das mit dem Mord ist ja das eine, aber wenn ich alles andere auch noch gestehe, ich habe noch Waffen gehabt, Polizisten hochgenommen, diese Sachen verkauft und so weiter und so weiter. Wir nehmen uns dem natürlich gerne an. Wissen Sie denn, ob Herr West Ihnen was übergeben hat zu dem Fall als FIB? Überprüfe ich gleich, werde ich gleich nachsehen. Okay. Wieder mir. Oh, ja. Und danke, ja, dann hat sich's erledigt. Danke für die Hilfe am Telefon, ne? Tschüss. Ciao, ja. Dann kommen Sie einmal mit mir. Herr Lombres war da richtig, ne? Lombres, genau. Alles klar, habe ich doch richtig am Telefon gesagt. Der Klapskalli wollte mich da verbessern, ey. Aber ich verwirrt doch nicht mich. Ja. Herr Kroll. Sie sind vorgestern oder vorvorgestern am Maisfeld gewesen und da ist Ihnen eingefallen, ich muss Herr Lombres Bescheid geben, dass der Mazda weggefahren ist. Oh, weiß ich nicht, war so ein Sportwagen, ne? Sie, ist es tatsächlich so gewesen oder haben Sie zwischendurch nochmal mit meinen Kollegen Kontakt gehabt, die Ihnen gesagt haben, dass Sie irgendwas melden wollen? Denn alles andere ist tatsächlich 3 oder 4 Monate her und nach 4 Monaten eine SMS von Ihnen zu kriegen, der Wagen ist weg, wo sind meine Kohlen, ist merkwürdig. Ja, das Problem ist, ich habe kein Geld und habe gesagt, so, wissen Sie, eigentlich soll ich nicht mit Polizei reden. Und dann dachte ich aber, weil Sie ja mal so nett waren und mir ein bisschen was zugesteckt haben, dass ich jetzt einfach nochmal versuche. Eigentlich war ich wirklich gar nicht am Mäusfeld. Ich habe einfach nur mal ins Grüne versucht zu tippen, so hat er irgendwie funktioniert, ne? Komm, wir machen einfach 500, dann bin ich gleich wieder hier weg. Was halten Sie davon, Herr Lombres? Und zum Glück hat mich keiner auf den Weg angehalten, ich habe schon wieder 7 Bier drin. Bin mit einem Wohnmobil hin, habe ich geparkt da hinten auf dem Parkplatz. Ja. Sie haben 7 Bier getrunken. Ja, habe ich nicht gesagt, ne? Unter uns nur so unter Männern. So. Ist ja nichts Wildes, ne? Sie waren mit 7 Bier haben Sie getrunken und fahren mit einem Wohnmobil durch die Gegend. Nein, nein, so würde ich nicht merken. Seien Sie froh, dass ich ein Guter bin, ne? Oh, danke. Sonst hätte ich Ihnen ja auch nicht gesagt, dass das Audio jetzt weg ist, ne? Oh, danke schön, ja. Dann hat sich das gegessen, so wie man in einem Fachjargon sagt, glaube ich. Polizei, Fachbuchhandel ist das. Ja. Dann wünsche ich guten Durst. Oh, danke. Ich habe noch 30 im hinten Kofferraum. Ich fahre mal weg. Na, sagen Sie nicht, Herr Krugenbescheu, der mag mich nicht. Tschüss. Tschüss. Ist es halt potenziell Möglichkeit, die Dinger wieder zurückzuholen? Hat, eine von Ihnen gerade kurz Zeit. Draußen. Ja, klar.
Draußen fährt jetzt einer mit einem Wohnmobil weg, der Typ ist schwer besoffen und hat 7 Bier getrunken. Also einer jetzt. Muss... Herr Kroll. Ja, auf geht's. Der Herr Kroll, man kennt ihn. So. Wie war der Name von unserem... Ward, Dakota Ward. Partygast. Herr Ward. Ich stimme mich mal dazu. Herr Ward, schönen guten Tag. Einen wunderschönen. Lopez, mein Name, FAB. Ward, mein Name. Herr Ward, erzählen Sie mir mal die ganze Geschichte bitte von Anfang an. Ich muss gestehen, ich bin etwas sprachlos, wenn meine Kollegen mir erzählen, wir haben hier den Herr Ward und der Herr Ward hat uns zu uns gesagt, er hat einen Typen erschossen, unsere Kollegen hochgenommen und die Sachen davon verkauft. Es gibt eine Person, die hat es auf mich abgesehen, ha? Und in meinem Beisein hat sie schon einmal bei der Polizei angerufen und ja, genau das halt so wiedergegeben. Und bevor ihr mich fasst, komme ich lieber selber vorbei. Ha? Nur damit ich das verstehe. Guten Abend. Warum erzählen Sie uns das? Weil es schon eine Person getan hat. Die hat schon mal bei der Polizeistelle angerufen und genau das weitergegeben und... Ja, bevor sie suchen müssen und mich dann irgendwann finden und die Strafe doppelt und dreifach so hoch ausfällt, dachte ich mir, ich komme vorbei und stelle mich lieber selber als über anderen Wege. Ich werde einmal mit meinen Kollegen darüber sprechen. Ich nehme an, Sie haben sich ja, da, wenn Sie derartige Dinge gestehen, sowieso darauf eingestellt, dass Sie eine Weile hinter Gitter sitzen. Dementsprechend haben Sie ein bisschen Geduld. Ich werde gleich wieder bei Ihnen sein. Jo, kein Problem, ja. Das heißt, morgen wird wohl nicht viel stattfinden. Das heißt, die haben beide heute ihren letzten Tag. Ey, schaut euch die an! Ein Schnappen. Nein! Die unverbesserliche Diana. Aber. Komm, schaut euch das an. Das gibt's nur einmal. Schaut's euch an. Direkt hier vorne. Guten Tag. Das ist nicht zu ordnen. Ja, sehr gut. Nur für heute, für $50. Diana, tanzen Sie mit $50. Oh, wir haben schon den ersten Kunden hier. Hallo, wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Spy Officer. Schönen guten Tag, Herr Goodman. Herr Hammerhardt, was war das hier? Wie soll ich sagen? Also, die tanzen, ne? Sehen Sie es an, das ist unverbesserlich. Tanzen vor einem Polizeipräsidium. Ja, niemand ja, anders soll. Schaut an den Hübschen. Oh, Alter. Also. Die Dame, mach mal dein Radio aus. Die Dame hat kein Radio, das ist unser Radio. Gut, mach mal aus, ja. Das Radio und hat das Radio aus. Also. Ich weiß, wir leben in 2019 und ich bin ein wahnsinnig toleranter Mensch. Nichtsdestotrotz muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich ein bisschen gewählter anziehen, den ein oder anderen Kunden mehr von ihrem Tanzstil begeistern können. Aber gut, das ist nur meine persönliche Einschätzung dazu. Meine polizeiliche Einschätzung hierzu ist, das hier ist ein scheiß Polizeipräsidium. Verlegen Sie Ihre Tanzstunden auf das Vanilla Unicorn, an die Meeting Point Garage oder sonst wo, aber nicht hierhin. Okay. Ich hab gesagt, Big Boss. Aber ihr zwei habt zugeschaut und $50 pro Nase. Ja, genau. Ja? Ihr Schlawiner, wenn ihr denkt, ihr könnt hier nur kaffen und aber so nicht zahlen, nicht. So läuft das hier nicht. Mhm. Die anderen lieben Cops sind drin geblieben. Okay. Ja, genau. Wenn Sie mir beim nächsten Mal eine hübsche Lady bringen und nicht so eine hässliche, bin ich auch bereit, $50 zu bezahlen. Aber das ist es definitiv nicht wert. Ey, bitte. Haben Sie gerade Diana als hässlich beleidigt? Also, bei allem Respekt, die Dame, das sieht nicht aus. Hammerhardt, ich hatte gesagt, dass das nicht klappt. Also, da muss ich den Kollegen zustimmen. Dafür, dass Sie hier ja trotzdem meine Dienstleistung angeboten haben, will ich Ihnen ein bisschen entgegenkommen. Ja, führe den Aufwand. Ja, ich gebe Ihnen... Der Kroll holt dir dein Geld. Hier, ich gebe Ihnen $5. Das sind 2,50 von jedem, aber das tut mir leid. Mehr ist es tatsächlich nicht wert. Vorhin haben Sie mir doch 500 gegeben. $5. So. Aber, und jetzt Abflug. Ich auch noch $5? Auf keinen Fall. Warum denn? Ich bin der Chef. Und wenn Sie... Hast du mit deinem Koks nicht genug Geld? Der Kaiser der Staaten sind. Sie sind die neuen Zuhälter in der Stadt. Sie sind die neuen Zuhälter in der Stadt. Ja, ja, sowas in der Art, ne? Und das ist ihre Prostituierte? Nee. Ja, genau. Ja, nicht Prostituierte, Tänzerin, ne? Das ist unser bestlaufendes Pferd. Mhm. Ja, wir locken Leute ins Ruhebier und dann beklauen wir das Problem ist, welcher Paragraph ist Prostitution, Goodman? Na, das ist ja die Tänzerin. Tänzerin, aber, Sie haben doch gerade noch gesagt, das wäre die Prostituierte. Na. Aber Mister, Sie müssen verstehen, ich bin seit 10 Minuten selbstständig und ich bin schon wieder pleite. Mhm.
So, vielleicht ganz ohne Dienstleistungen, so. Eine Hand wäscht die. Ja, hier ist Mohammed Ahmad, was kann ich für Sie tun? Ich habe Ihre Nummer. Mann. Oh, wie ist das? Scheiße, Mann. Ich habe Ihre Nummer schon. Ja, dann passt das, ja. Ja. Und so. Sie mal, kennen wir uns? Ach, möglicherweise kennen wir uns, ja. Ja, ja. Das Herr Lombres ist das. Herr wer? Ist schon ein, zwei Tage her, Herr Ahmad, aber ich kann Ihnen sagen, wir kennen uns nicht im Guten. Ach so, wir kennen uns nicht im Guten, ja. Möglicherweise liegt es daran, dass Sie ein Krimineller sind, aber nur möglicherweise. Den auf der Fickerliste, kann das sein? Ahmad, das hast du mir gar nicht erzählt, dass du ein Krimineller bist, Mann. Jetzt? So, und jetzt Abmarsch, husch, husch, oh. Weg hier, ja, ja. Das ist ja ein Polizeipräsidium. Okay. Nicht zu weg natürlich, hier. Dann kann ich drin kurz nochmal nachfragen, ob ich mein Wohnmobil wiederbekomme? Auf keinen Fall, Sie sind besoffen mit deinem Wohnmobil unterwegs gewesen. Das ja, aber ich bin noch... jeder Zweite fährt ja besoffen. Mann, ey, du brauchst ja ein Wohnmobil zum Arbeiten, ne? Ja, da wohne ich drin, was soll ich machen? Das ist mein ganzes Hab und Gut. Ja. Unglaublich. Eieiei. Ja, kaum neigt sich die Sonne dem Tiefpunkt, neigt sich auch der Intelligenzquotient im Tief. Herr Zimka ist auf dem Weg zum FIB Tower. Ach super. Das wird vielleicht ein bisschen aufschlussreicher werden. Ich denke auch. Guten Abend. Sie haben nicht gerade echt hier in der Öffentlichkeit gerade an den Baum gepisst. Ich musste dringend. Und da pissen Sie vor ein Polizeipräsidium. An einen Baum. Und holen Ihren kleinen Löffel hier in aller Öffentlichkeit raus. Hat ja keiner gesehen. Doch, wir. Wir haben das gesehen und ich wollte das nicht sehen. Das tut mir leid. Wie ist Ihr Name? Raphael. Hm. Zeigen Sie mir mal einen Personalausweis. Bitte schön. Herr Miramontes. Ja. Sollte ich Sie noch einmal beim Urinieren in der Öffentlichkeit sehen, wird das ganz schön teuer für Sie. Okay. Sie hätten dort reingehen können, Sie hätten eine Toilette aufsuchen können oder sonst was. Aber hören Sie auf, Ihren Löffel in der Öffentlichkeit rauszuholen. Werde ich machen. Hier nehmen Sie Ihren Personalausweis wieder. Dankeschön. Gibt es Informationen zu dem Dispatch? Nicht, dass ich gehört hätte. Sonst fangen wir schnell an, die anderen stehen drin. Sind, glaube ich, die einzigen, die gerade mobil sind. Der ist, ich lots dich, fahr weiter geradeaus. Und dann am Ende dieses Blocks auf der linken Seite hier. Hier. Und du kommst auf die Pedale. Du bist auch definitiv. Den Kopf wieder, komm. Dass der Chef erfährt, glauben wir. Komm, einsteigen, einsteigen, einsteigen. Los, einsteigen. Ach, die Scheiße, die Bullen sind da. Steig ein, steig ein, steig ein. Ahmad, wir wissen, wer du bist. Es bringt nichts abzuhauen, ich bin, ne? Nein. Ich bin nicht Pablo, ich bin Huren Pablo. Er ist Huren. Tschüss. Hello. Erzählt uns irgendjemand, weswegen Sie einen Notruf abgesetzt haben und was hier los gewesen ist. Ja, die Herren sind mir voll in die Kerre gefahren hier. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht war oder nicht. Auf jeden Fall haben sie mich dick erwischt, sodass ich mich zweimal gedreht habe. Die Herrschaften, die gerade weggefahren sind, ja? Nein, der Herr hier in Schwarz. Na, warum musst du Notruf deswegen? Achso, das hat mit den anderen Idioten hier überhaupt gar nichts zu tun, die gerade hier gewesen sind. Nein. Ah, okay, ich verstehe. Aber, da das mein erster Unfall ist, wollte ich schon ganz gerne die Polizei hinzuziehen. Alter, was bist du denn für einer? Ich hab dir doch gesagt, ich bezahle das. ACLS ist doch schon unterwegs. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es da noch Sachen zu klären. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, alles klar. Ja gut, ich meine, ist natürlich eine ernste Sache, ne? Welchen von beiden befragst du, Goodman? Ich schnapp mir den hier rechts und dann kommen Sie mal mit. Jawohl. Gut, dann erzählen Sie mir mal, was sich zugetragen hat. Ach ja, ganz einfach. Ich bin hier links hier die Straße lang gekommen, wollte hier rüberfahren. Und die Jungs, die sind hier drüber gebrettert, haben mich mit dem Arsch erwischt. So, dass ich mich zweimal hier hingedreht habe. Warten Sie einmal bitte ganz kurz hier. Ja, tja, was sagt deiner? Also, der Herr hier sagt, er ist da vorne die Straße runtergekommen, hatte grün. Da sind die beiden kollidiert und, ja. Das Gleiche. Also, er sagt auch, er hatte grün. Ja, also wie gesagt, ich habe ja angeboten, ich bezahle das Ding und gut ist. Machen Sie das bitte. Ich sage dem anderen Bescheid, den können wir weiter. Richtig.
Der Herr wird einen ACLS anrufen, der wird für den entstandenen Schaden aufkommen. Sollte es dabei nachfolgend irgendwelche Komplikationen geben, der Herr den Schaden doch nicht bezahlen oder sonst was, wir haben die Personalien, melden Sie sich bitte bei uns. Jawohl, ist in Ordnung. Alles klar. Sie sind im Auto. Bitte? Ich wusste nicht, dass Sie im Auto sind, die Scheiben sind zu dunkel. Ja. Hat der gerade echt uns angerufen, weil die sich in einem Fall einig sind und eigentlich der Tathergang klar ist und der andere für den Schaden aufkommt? Ja. Okay, habe ich verstanden. Guter Bürger. was ist denn los, ey? Und das, FIB vor Ort, Alter. Verkehrsunfall. Der ist mir reingefahren. Und der andere sagt, ich bin dem reingefahren. Ich komme für den Schaden auf. FIB ist trotzdem da.